Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo.xcom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einer Runde GTA 5 Online. Und es ist mal wieder Mittwoch, das heißt, der junge Zocker hat mal wieder ein neues Video am Start und genau. Und heute geht es um ein besonderes Thema. Ich nehme heute mal ohne Facecam auf, weil das ja auch eigentlich gar nicht nötig ist bei diesem Video, weil es heute darum geht, um Werbung auf YouTube für kleine YouTube-Kanäle. Wisst ihr, ich habe auch angefangen mit 0 Abonnenten, wie jeder von euch. Und ich kann euch sagen, auf YouTube Abonnenten zu bekommen, ist richtig schwer. Es ist viel leichter, auf Twitter irgendwie was zu bewegen, auf Twitter mehr Follower zu bekommen, oder wie das heißt, als auf YouTube. YouTube ist sehr schwer, weil normalerweise abonniert eigentlich ein YouTube-Nutzer nicht einfach so einen Kanal. Natürlich, wenn jemand ein Abo gegen Abo macht, dann schon, aber normalerweise ist es auf YouTube, das merkt ihr wahrscheinlich alle, sehr schwer. Man hat tausende Aufrufe, aber teilweise nur ein oder zwei Abonnenten für ein paar tausend Klicks, da denkt man schon, höre ich doch lieber auf mit YouTube. Heute ist Werbung bei mir erlaubt. Ihr dürft euren Kanal posten, ihr dürft euren Kanal besser gesagt empfehlen in meine Videofunktion, also in meine Kommentarfunktion, dürft ihr euren Kanal promoten. Das heißt, ihr dürft jetzt auf die Kommentare gehen von diesem Video und euren Kanal einfach mal so promoten, genau. Ich schaue natürlich auch vorbei bei eurem Kanal, wenn er mir gefällt, abonniere ich ihn auch. Und ja, was bringt das eigentlich? Nun ja, ich will einfach auch kleinen YouTubern die Chance geben, Werbung zu machen. Will aber nochmal sagen, dass wenn ihr auf irgendwelche fremden Kanäle geht und euren Kanal empfehlt, dann tut ihr euch wirklich nichts Gutes. Deshalb könnt ihr hier euren Kanal empfehlen und empfehle euch natürlich nicht, zu irgendwelchen fremden YouTubern zu gehen und dann zu schreiben, hey, ich bin der Haribo24, ich mache Minecraft Let's Plays, schaut bei mir vorbei. Ne? Das würde ich euch abraten, wenn ihr das bei anderen YouTubern macht, aber bei diesem Video ist es heute mal explizit erlaubt. Genau. Und meine anderen Abonnenten können natürlich jetzt meine Kommentare durchforsten und bei diesen YouTube-Kanälen vorbeischauen. Und wenn euch das natürlich gefällt, dann könnt ihr die auch abonnieren, die jetzt hier den Kanal hoffentlich promoten oder ihr euren Kanal hoffentlich promotet. Ach ja, da bin ich schon wieder tot. Ja. Ihr wisst ja, ich lade jetzt nur noch jeden Mittwoch ein YouTube-Video hoch. Ich habe euch auch gesagt, warum ich das so mache. Natürlich würde ich mehr Abonnenten bekommen, wenn ich jeden Tag ein Video poste. Aber wisst ihr, ich habe YouTube ja niemals gestartet, um ganz viele Abonnenten zu bekommen. Das kommt einfach so und viele haben mir auch gesagt, hey, warum machst du jetzt nur noch jeden Mittwoch ein Video? Da kriegst du doch kaum noch Abonnenten und so. Das ist mir sowas von scheißegal. Mir geht es hier um Familie, die ich durch YouTube sehr stark vernachlässigt habe. Freunde, die ich durch YouTube sehr stark vernachlässigt habe. Jetzt muss YouTube natürlich einen Schritt zurücktreten. Ich lade nur noch mittwochs ein Video hoch und ich hoffe, ihr respektiert die Entscheidung. Wenn nicht, dann tut es mir auch leid, dann könnt ihr euch verpissen. Aber ich denke, ich habe so coole und korrekte Abonnenten, das weiß ich. Da mache ich mir keine Sorgen. Und ich habe inzwischen ja schon sehr viele Videos angehäuft. Also so viele Videos. Ich bin auch oft angesprochen, hey, YouTube Gamescom, du hast ja richtig viele Videos. Meine Fresse, Alter. Oder ich zock mal irgendwie und die Leute wollen meinen YouTube-Kanal wissen und ich sage, ich habe über 800 Videos. Die Leute glauben es mir nicht. Die Leute glauben es nicht, bis sie es sehen und dann sind die meistens auch ein bisschen sprachlos, weil ich sozusagen fast mein ganzes Leben da hochgeladen habe. Also was heißt mein ganzes Leben? Ich habe nicht mein ganzes Leben hochgeladen, aber ich habe viel von mir preisgegeben. Und ja, genau. So. Genauso werde ich auch nicht verraten, wo ich wohne. Ich kann nur so viel verraten, für die Abonnenten, die es interessiert. Ich wohne in Baden-Württemberg
Und mehr wird auch nicht verraten. Ne? Und wenn irgendjemand meine Adresse verrät oder irgendwie meine Adresse hat, weil ich mal ein Gewinnspiel gemacht habe oder weil ich mal irgendwas versendet habe oder irgendwas. Ich habe ja schon öfters mal was auf YouTube versendet. Das ist ja nicht nur einmal, sondern schon mehrmals passiert. Dann werde ich den sowas von verklagen. Das gibt's gar nicht. Also ich werde ihn wirklich richtig verklagen, dass er noch mit 50 Jahren mir Unterhalt zahlen muss. Sozusagen. Wollte ich auch nochmal angemerkt haben, ne? Jetzt fragen sich natürlich viele meinen Facecam-Videos, die ich ab und zu mache, habe ich ein Tuch im Gesicht. So, das hat einfach den Grund, dass ich meine Privatsphäre auch schützen möchte. Will aber trotzdem Facecam-Aufnahmen machen, weil ich einfach Lust drauf habe. Aber habe mir gedacht, hey, wenn schon nicht, wenn ich das schon mache und Lust drauf habe und meine Privatsphäre auch schützen will, ja, was macht man dann? Genau, dann packe ich mir dieses Tuch ins Gesicht. Das ist sozusagen wie Crow. Der wird ja auch Real Life nicht erkannt durch seine Maske. Sido damals mit seiner Totenkopfmaske wurde ebenfalls nicht erkannt auf der Straße. Jetzt hat er das Ding abgenommen. Elotrix wurde damals auch nie erkannt, weil keiner wusste, wie er aussieht. Dann kam Montana Black 88 und hat ihn vor die Kamera geschleppt. Jetzt weiß jeder, wie er aussieht. Aber ich möchte einfach meine Privatsphäre schützen und ich hoffe, ihr respektiert das einfach. Und genau. Wenigstens zeige ich mich auch ein bisschen. So, okay. Ja. Mittwoch. Was mache ich nächsten Mittwoch? Ja, ich habe noch keine Ahnung. Muss ich auf jeden Fall noch schauen. Lass mir da auf jeden Fall Zeit. Und überlege mir natürlich wieder ein Thema. Oder ich mache einfach mal wieder so ein Dual mit Milch und Lauer. Muss ich einfach mal schauen, was ich da mache. Ne? Und ja. Haut auf jeden Fall rein. Das war's auf jeden Fall von mir, von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt müsst ihr wieder 7 Tage warten, aber macht's einfach so. Ich habe ja relativ viele Videos. Geht irgendwo auf meinen Kanal, schaut euch ein paar alte Videos an. Jeden Tag ein altes Video. Und dann ist ja schon wieder Mittwoch und dann könnt ihr schon wieder Neues angucken. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao. Oder warte noch. Kann man da rein? Nee, geht nicht. Okay, haut rein. Ciao.